Tja. Du bist das, der mich verfolgt hat. Du hast mich verfolgt, du Penner. So, so. Alter! Ist ja der, der mich immer von seinem Meister wegzieht. Mann. So, jetzt wird erstmal repariert. So. Ich glaube, das reicht dann erstmal an Heilung. Ah, knapp. Knapp nicht, aber egal. Wird schon irgendwie auskommen damit. No, ey. Dieses blöde Rumgeschleuder, Mann. Lass die Scheiße doch mal sein. Meine Fresse nochmal. Jedes Mal schleudert er mich durch die Gegend. Widerlich. Ja. Natürlich. Jeder Gegner schleudert dich dir mindestens zweimal durch die Gegend. Was soll das? Ich kann mir so richtig vorstellen, dass du dich im Spiel noch glücklich schätzen kannst, wenn es dir überhaupt mal gelingt. Kann ich mir so richtig vorstellen. Aber ihm gelingt es alle nächst lang. Nee, ist klar. Meine Fresse, Schnauze jetzt. Okay. Toll. Einer meiner Federzauber hat nachgelassen. Gibt's natürlich keinen besseren Zeitpunkt als mitten im Kampf. Ich hab abgewehrt. Verdammt nochmal. Trotzdem schafft er es, mich durch die Gegend zu schleudern. Es nervt. Mann. Ja. Ich kann schon verstehen, warum viele Leute sagen, ich mach das lieber gleich fertig und dann ist gut. Ehrlich. Das Rumgeschleudert, das geht einen so auf den Sack. Ehrlich. Au. Stirb schon. Danke. Ah, da ist die Siegelebene ja endlich. Meine Güte. Hat aber auch wirklich gedauert, du. Also ich habe echt das Gefühl, es dauert immer länger. So. Einmal Reparaturarbeiten. Los geht's. Die Siegelebene. Okay, die ist nicht beschworen. Dann haben wir einen Verteidiger schon mal ausgeschaltet. Was macht er da? Ah.
Hoppla. Stirb, Schweinehund. Mich dolcht, ihr kriegt auf die Fresse. Genauso kommt's auch. Stab der Übelkeit, haben wir schon. So, schnell die Zauber erneuern, die Federzauber. So. Gut, dann haben wir auch die Ebene von Oblivion geschafft. Tatsächlich. Sehr schön. Sehr gut. Wir kommen voran, Freunde. Das war das zweite Oblivion-Tor. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Tor ein Questtor war. Kann das sein? Kaiserlicher Wachhauptmann. Ich glaube, das war ein Main-Questor. Vielen Dank für die Hilfe, mein Freund. Ich habe euch nicht gleich erkannt, aber ihr seid doch der Held von Quatsch, nicht wahr? Es war mir eine Ehre, an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Ihr seid erst gekommen, als es schon vorbei war. Lebt wohl, Bürger. Ihr seid durch das Tor gegangen, wie? Ihr habt uns den Hals gerettet. Hab Dank. Ich hatte schon Angst, wir würden da hineingeschickt werden. Immer muss die Legion die Drecksarbeit machen. Natürlich. Dafür seid ihr beim Militär. Lebt wohl, Bürger. Was dachtet ihr denn? Dachtet ihr, Füße hoch und fertig, oder was? Und was seid ihr denn für Soldaten? Deswegen auch nur Oblivion, alles klar. Also war das wahrscheinlich Main Quest Tor. So blöd. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre jetzt ein schönes Random Tor, aber nö, es war ein Main Quest Tor. Toll. Höchstwahrscheinlich. Super. Auch das noch. Das ist ja blöd. Seht, kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Wobei es nicht sein kann eigentlich. Ich bin verwirrt. Lars ist verwirrt. Lars verletzt sich selbst. Hoffentlich nicht. Nein! Wir haben übrigens wieder 1,7 Millionen. Wer hätte es gedacht? Ich habe ja beim letzten Mal ein paar Häuser gekauft. Ein paar mehr. Wird wahrscheinlich auch am Ende dieser Aufnahme wieder der Fall sein. Mal gucken. Kann ich das irgendwie überspringen, diese Frage? Einfach sagen, so hier, zack, Kauf, fertig ist. Jedes Mal diese Frage, möchten Sie das wirklich machen? Ja, natürlich will ich das machen. Warum mache ich das wohl? Manchmal verklicke ich mich auch. Oh, verhandeln, falschen Angebote vergleichen. Das alles läuft nur auf ein Ziel hinaus, den besten Preis für die Ware zu erzielen. Ihr seid nun Geselle des Kaufhandels. Stimmt, bin ich wirklich. Ihr könnt jeden Gegenstand bei jedem Händler kaufen oder losschlagen, auch wenn er logischerweise nicht mit dieser Ware handelt. Normalerweise. Nicht logischerweise, normalerweise. Geil! Das heißt, wir können jetzt auch alchemistische Sachen bei ihm loswerden. Finde ich gut. Das ist. Das klingt. Das heißt, wir müssen nicht mehr zu der Tante rennen. Exzellentes. Ja, sehr schön. Alter, 35 Tetraherzen, ne? Wisst ihr Bescheid? Mensch, geil. Sind wir einfach mal nebenbei Geselle geworden direkt. Geil. Passt ja, ich bin ja ausgebildeter Kaufmann. Ha! Geil. Welche Ironie. Und ja, ich bin wirklich ausgebildeter Kaufmann. Jetzt bringen wir erstmal die Sachen in den Turm. Obwohl, es kam keine Questanzeige, ne? Also kann das ja auch nicht sein mit dem Main-Quest-Tor, fällt mir gerade ein. Weil sonst hätte das geheißen, ja, ihr habt das Tor für so und so geschlossen. Aber war ja nicht. Ist verwirrend, ehrlich gesagt. War es einfach Zufall? Ich glaube aber eher weniger, dass es Zufall war. Nee, nee, das war kein Zufall.
Oh, ich habe mich schon gewundert, warum das Tor einfach nur Oblivion heißt. Darüber habe ich mich schon gewundert, das stimmt. So, erstmal die ganzen Tränke unterbringen. Ja, ich weiß, ich habe auch noch ein paar Gifte dabei. So, die kommen nämlich hier rein, die Gifte. So, dann dürften wir zwei Siegelsteine dabei haben. Genau. Die Seelensteine, die kommen hier rein. Die auch. Genau, die Waffen. Das dürften beides Zweihandwaffen sein. Kriegsachse Absorption, Streitachse des Feuers. Kriegsachse Absorption. Müsste jetzt ziemlich weit oben sein, haben wir schon. Können wir wieder mitnehmen. Ach, guck mal an, den Hammer haben wir auch schon. Aber die Kriegsaxt hatten wir, die Streitaxt hatten wir anscheinend noch nicht. Sieh an. Es gibt also manchmal Dinge, die haben wir tatsächlich noch nicht. Und ich sehe gerade, die Lautstärke wurde ein bisschen runtergedreht. Toll. Wobei ich ja die Leiste tatsächlich runtergenommen habe. Also die Explorer-Leiste. Also ist das scheißegal, ob man das macht oder nicht. Toll. Schön zu wissen. Gut, dann werden wir die beiden Waffen nochmal feil bieten. Zum Verkauf. Stimmt, ein Experte war dann, glaube ich, Ladeninvestition. Aber hier auf Experte zu kommen, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da müsste man so oft Handel treiben. Seht, wir verkaufen... Mal sehen, ob ich das jetzt machen kann. Macht mir ein besseres. Na klar. Mault er gleich rum. Vor allen Dingen, er ist Lehrling, einfach ein mal, ne? Ein so. Der ist einfach mal Lehrling, aber Hauptsache, der macht mir solche Angebote. Gut, dann gucken wir mal weiter nach weiteren Toren. Ist echt interessant, dass die Legion ausgerechnet. Ich glaube auch, das war ein Main-Quest-Tor. Da bleibe ich auch bei. Kann vielleicht sein, weil ich noch nicht bei dem Kanzler da war oder wie der Typ heißt da oder welchen Rang der hat, dieser Octavio oder ich habe keine Ahnung, der Kerl auf jeden Fall, der Kaiser vertritt. Ja, es kann natürlich sein, dass der uns das Tor als Quest hätte mitgeben können, das kann sein. Aber gut, dann ist es halt so. Haben wir uns einmal mehr in den Dienst des Kaiserreichs gestellt. In dem Fall. Wie gesagt, ich habe mich nur gewundert, dass das Tor auf einmal nur Oblivion hieß und nicht Tor nach Oblivion oder ein Tor. Ja. Aber würde es erklären. Tja, die Frage ist, wo sind die restlichen? Das heißt, wir können das Tor eigentlich auch wieder abziehen. Das heißt, wir haben ein Tor geschlossen, wahrscheinlich das optional war. Moment, ich muss kurz mal gucken. Ja, ein Tor war dann optional wahrscheinlich. Das andere war dann story-relevant. Blöd. Akrobatik hat sich verbessert. Finde ich schön. Sehr schön. Ja, ich glaube, die Auswahl an Oblivion-Toren wird langsam eng. Ich gehe mal in die Nähe von Anvil. Mal gucken, ob wir da noch ein Oblivion-Tor direkt vor der Haustür haben. Haben wir auch. Gut, also brauche ich mich darum schon mal nicht sorgen. Die haben direkt eins in der Nähe. Die Frage ist, wie nah ist es dran? Das wäre die nächste interessante Frage. Ich will nur mal gucken, wie weit das in der Nähe ist. Da ist es. Also wenn da auch gleich steht, Gate to Oblivion, dann wissen wir Bescheid. Oblivion-Tor steht da einfach nur. Ja, auch gut. Aber ich glaube, das ist das Tor für Anvil, tatsächlich. Deswegen werde ich das Tor tatsächlich mal in Ruhe lassen. Was? Schwarzes Pferd, ja. Hä? Ach so. Sorry. Stirb. Stirb.
Der mit seinem Silberschwert. Ich finde es ja sowieso interessant, dass die kaiserlichen Legionäre mit Silberschwertern rumlaufen. So. Seid gegrüßt, ich spreche für den Kaiser. Ist es nicht schön? Wenn ihr auf Schwierigkeiten stoßt. Mhm. Du bist weiter unterlevelt als ich, mein Freund. Also eigentlich müsstest du Hilfe aufsuchen. Ist auch interessant. Die Oblivion-Tore sind teilweise auch noch total unterschiedlich benannt. Sehr interessant. Doch, doch. Ich frage mich echt, ob das wirklich das Oblivion-Tor ist oder ob es ein normales ist. Aber ich glaube, das ist ein Main-Quest-Tor. Aber da kann man mal sehen, wie unterschiedlich die Tore teilweise vom Namen her sind. Ich glaube, das wird langsam hier echt schwer, noch ein Oblivion-Tor zu erwischen. Also es sieht jedenfalls, ich sag mal, wie es ist. Es sieht tatsächlich so aus, als würden wir hier keins mehr vorfinden. Glaube ich zumindestens. Ich glaube, rundum an Viel wird schwierig langsam. Weil ich glaube, die haben so ziemlich jede Fläche jetzt mittlerweile abgeprügelt, wo jetzt ein Oblivion-Tor stehen könnte. Ja. Autsch. Autsch. Was ist das da eigentlich für eine Insel? Kommen wir da rauf? Rein theoretisch würde die sich ja gut für ein Oblivion-Tor anbieten. Gut, da ist jetzt keins drauf, aber trotzdem. Dr. Schlammkrabbe! Das war Dr. Schlammkrabbe. Aber hier ist auch kein Nirnwurz und kein gar nichts, ne? Doch, da. Siehst du, finden wir nochmal einen Nirnwurz. Ist doch auch nett. Guck an, das gehört auch sogar tatsächlich noch dazu. Ist sehr interessant. Ja, wir wissen ja, dass das Skingrad-Tor in der Nähe der Blutkrustenhöhle ist. Das wissen wir ja schon. Aber die Frage ist dann tatsächlich, wo befinden sich die anderen optionalen Tore? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Ja, dass das Tor von Koroll ist, das ist mir durchaus klar. Weil so nah wie das an Koroll dran ist, kann das wirklich nur das Tor von Koroll sein. Alles andere wäre komisch. Was ist denn das hier eigentlich für ein Haus? Keine Markierung, kein gar nichts. Honditas Haus, aha. Okay. Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Das ist die Mine, okay. Und ein Bär will's wissen. Selbst schuld. Er wollte es wissen. Bitte. Ja, das mit den Oblivion-Toren, das wird echt so eine Geschichte, ne? Das ist die Frage. Hä? Wo kommst du denn auf einmal her? Ist ja gut, Kätzchen. Ja, haben wir gerade. Guck
Guckt euch das mal an, wie viel der Löwe abzieht. Bestimmt ist meine halbe Rüstung schon wieder im Arsch. Kann ich mir irgendwie so richtig vorstellen, dass meine halbe Rüstung schon wieder hinüber ist. Ja, der Harnisch auf jeden Fall. Das ist mir schon klar. Der ist ja wirklich allnächst lang im Arsch. Das ist keine große Kunst. Hi, na? Kurier. Mhm. Lest noch heute den Rappenkurier. Nee, ist klar. Also hier ist wirklich sehr Oblivion Tor arm. Das wissen wir. Hier glaube ich auch. Also hier gibt es wirklich nicht viele Oblivion Tore. Tempel der Ahnenmotte. Vielleicht treibt sich da ja noch eins rum. Es würde mich nicht überraschen, wenn es hier noch eins gäbe. Wenn ich ehrlich bin. Dedra-Schrein ist auch in der Nähe. Hm. Wer weiß, ne? Da ist ein Findling. Hm. Och nö. Och nö. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, gegen dich anzunehmen. Och nö. Och, scheiße. Muss das sein? Ich bin doch nur auf der Suche nach Oblivion-Toren. Nicht nach Ogern. Auf Ogre habe ich wirklich keine Lust. Die Kultisten können sie gerne auslöschen. Ich habe die ja eh alle durch. Also von daher, was soll's. Nö. Kein Tor. Schade, warum nicht? Es gibt so viele interessante Regionen, ne? Und ausgerechnet da ist meistens kein Oblivion-Tor. Das ist echt traurig. Ist der Ogre immer noch hinter uns her? Alter. Na, meine ich ja wohl. Also, irgendwann muss ja auch wirklich mal gut sein, ne? Kann ja nicht sein, dass er jetzt hier die ganze Zeit hinter einen herrennt. Tja. Ist echt eine gute Frage. Wo könnten jetzt noch weitere Tore sein? Da ist auf jeden Fall keins, sonst wäre das längst aufgetaucht. Uff. Echt eine gute Frage, ne? Ich glaube, die Bruchklippwache war doch, glaube ich, die Festung, wo wir die Mirunis-Klinge damals gefunden haben, ne? War das nicht so? Ja. Wo wir damals auch diese riesige Pfeilorgie hatten. Vielleicht finden wir hier ja in der Nähe noch ein Tor. Oder auch nicht. Wer weiß das schon. Aber Tore zu finden wird echt immer schwerer, habe ich so das Gefühl. Ich bin schon am Überlegen. Also wenn wir jetzt in der nächsten Zeit kein weiteres Tor finden, sonst würde ich fast sagen, machen wir ein weiteres Main-Quest-Tor. Dann machen wir, glaube ich, das von Bravil. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Ich glaube, so schlimm ist das Tor auch gar nicht. Das weiß ich aber nicht. Kommt jetzt halt drauf an, finden wir jetzt ein weiteres Tor oder nicht. Wow. Ey. Okay. Aber du kannst auch nirgends irgendwie Informationen erhaschen. Aha. Wo ein potenzielles Tor steht. Aha. Siehst du? Haha. Tor Nummer 2, das optional ist. Siehst du, ist der Lars doch nicht ganz so doof.
Oh, süß. Kobold. Ja. Passt. Nicht mal richtig Schaden genommen. Siehste? Ein Tor nach Oblivion. Ja, das ist optional. Keine Wachen. Gut, gehen wir direkt rein. Oh. Oh. Okay. Ja, da wollen wir mal, ne? Dezimieren wir Mirones Truppen noch weiter. Au. Okay, erledigt. Ach, hier war doch, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal ein Bogenschütze unterwegs, ne? War das nicht sogar so? So, damit ist er erledigt. Die. Das war eine Frau, ein weiblicher Daedra. Bezweifle ich, mein Freund. Wie ist sie denn geflogen? Vor allem wohin? Worum soll ich betteln? Um eine Gehaltserhöhung? Nö. Was tust du? Du willst mich verbannen? Das funktioniert nicht, mein Freund. Sorry. Aber netter Versuch. Okay, erledigt. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, Oblivion-Tor Nummer 2 optional, insgesamt das dritte Oblivion-Tor. Aber wie gesagt, ich bleib dabei. Ich glaube immer noch, dass das eine Tor tatsächlich ein Main-Quest-Tor war für das Kaiserreich. Leider. Also man merkt, man muss tatsächlich auf den Namen achten. Ja, also die Main-Quest-Tore, die weichen tatsächlich vom Namen her ab, von den normalen, von den optionalen. So, der Kollege ist schon mal zerbröselt. Bist du Freund oder Feind? Du bist Freund, okay. Au. Aber immer noch schön, dass wir hier tatsächlich nochmal ein Oblivion-Tor gefunden haben. Stirb, Schweinehund! Und tschüss. Weg ist er. Ich wollte gerade sagen, das ist mein Verbündeter. Gut, dann haben wir alle. Weiter geht's. Nächste Ebene. Hallo, Freunde! Ich habe gerade irgendeinen Ring abgegriffen. Frostring. Ah ja. Warum ist meine verbündete Kreatur eigentlich so derart schnell down? Das ist ja echt nicht normal mehr, ne? Au. Jo. Das sah gut aus.
So. Fall erledigt. Okay. Nein.